auch gar kein Mensch ist, wer so ein Video erstellt. Meinung zu Alpha Kevin. Leute, es gibt ein Video, was gegen für, ich weiß nicht, was auf jeden Fall gemacht wurde zu mir. Ich bin gespannt. Hallo und willkommen zu meinem ersten richtigen Video und gleichzeitig mein erstes richtiges Format. Und nice. Zwar Eddos Meinung. In diesem Format werde ich Meinungen über Sachen oder Themen sagen. Und der erste auf diesem Format ist Alpha Kevin. Wer ihn nicht kennt, sollte dranbleiben. Es wird später im Format erklärt. Bevor es losgeht, erkläre ich euch den... Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Sehr, sehr fresh an der Stelle. Ihr müsst mal euch vorstellen, dass sein erstes Video, für sein erstes Video, oder? Der hat aber schon 31 Subs. Ich weiß nicht, ob das sein allererstes Video ist. Aber bis jetzt ganz wildes Video. Jeder beginnt mal klein. Der Ablauf von diesem Format. Ich werde euch erst zeigen, über wen oder was ich rede. Ihr tittet richtig gut, dann, ne? Was oder was ich nicht mag. Robert, du hast völlig recht. Dann werde ich noch eine Bewertung geben. Meinung zu Alpha Kevin. Wer ist Alpha Kevin? Oh, jetzt bin ich gespannt. Alpha Kevin ist ein Meinungsbürger mit zu diesem Zeitpunkt 124.000 Abonnenten. Er macht Videos zu verschiedenen Themen oder YouTubern. Meistens ist es eher Kritik, aber ab und zu gibt es auch Videos, wo er sie lobt. Er ist seit ungefähr 2017 dabei. Und nein, ich heiße nicht Kevin, Juli. Ich heiße Oliver. Sein erstes öffentliches Video wurde am 28. November 2017 hochgeladen über einen YouTuber namens Geiger. Okay, gut, das kann er nicht wissen. Das stimmt natürlich nicht. Weil ich hatte schon... Ja, moin. Ich hatte schon eher Videos hochgeladen, aber die habe ich ja alle offline genommen. Ja, deswegen, ich sag mal, es ist in Ordnung, wenn er sagt, ja, das war mein erstes Video, aber es stimmt im Prinzip eigentlich nicht, ja. Oh, was mag ich nicht, jetzt bin ich gespannt. Normal schaue ich eher amerikanische oder englische Tamara, YouTuber, grüß dich. Aber auch deutsche YouTuber. Wenn ich die schaue, dann ist Alpha Kevin auch dabei. Also meiner Meinung nach... Oh, sehr nice, okay. Okay, das heißt, ich kann mich durchsetzen gegen amerikanische YouTuber. Nice! Da kann man sich auch mit seinen Videos unterhalten. Was ich auch sehr mag, ist sein Editing. Sein Editing ist sehr clean, finde ich. Und man merkt, er gibt sich viel Mühe mit seinem Editing. Danke. Was ich auch sehr feiere, ist seine Veränderung. Glaubt mir oder nicht, ich habe ihn geschaut, als er noch Deabus gemacht hat. Er ist teilweise von 83.000 auf 78.000 gedroppt. Hey, das stimmt sogar, ja. Auch von den Zahlen her, das stimmt. Ich bin aber sogar von 85.000 auf 76.000 runter. Das heißt, ich habe 9.000 D-Abos gemacht auf ganz entspannt. Oder 8.000. Also, das war auf jeden Fall so eine wilde Zeit. Ich muss sagen, 2019 war eine echt wilde Zeit. Da habe ich echt fast schon fünfstellig D-Abos gemacht. Das muss man erstmal hinbekommen, ja. F in den Chat für den gefallenen Alpha Kevin, der seinen Kanal zu der Zeit halt echt zum Teil aufgegeben hat. Deine Videos hatten im Durchschnitt vielleicht 10.000 Aufrufe. Oh, nicht mal. 5.700 Aufrufe zu Mastag. Bitte stoppt der News, sein 7.000, Draw My Life 7.000. Vielleicht unangenehm. Sogar weniger. Ich sag euch ehrlich, die Views sind eigentlich gut und ich wünschte, ich hätte diese Views, ich sag euch ehrlich. Aber für seine Verhältnisse sind es jetzt nicht so starke Views, nee. So gewesen besser gesagt, weil er macht ja jetzt bessere Views. Was ich auch sehr feiere, ist, dass er sich immer informiert, bevor er was hochlädt und nicht direkt. Und dass er auch jetzt mehr Humor in seine Videos bringt, statt so ernst zu bleiben. Ja, das stimmt. Damals habe ich das, zumindest bei meinen Kritikvideos, damals habe ich nicht so viel Humor mit reingebracht. Klar, ab und zu mal einen Spruch, aber jetzt, keine Ahnung, ich habe das nicht so gut rübergebracht. Jetzt mittlerweile mache ich das schon ein bisschen aufwendiger und ich überlege mir da schon den einen oder anderen Joke, dass da irgendwas auch nur ansatzweise Lustiges mit drin ist. Ja, die Cringe-Witze zum Schluss zum Beispiel, die sind mega zum Lachen. Das feiert, glaube ich, jeder. Das muss ich auch an der Stelle sagen. Sein Kanal ist auch sehr gut gestaltet. Seine Thumbnails sind sehr professionell, wie auch sein Banner. Danke. Ey, wenn das jemand sieht und Banner machen kann, bitte sagt es in den Kommentaren. Ey, UXNOG, falls du da bist, er braucht einen Banner. Dankeschön für den Banner. Der Banner ist wirklich wild. Oder so. Ich sag euch ehrlich, mein Banner ist trash, Bro. Aber egal. Auf jeden Fall, es gibt eine Sache, die ich nicht so an ihm mag. Das könnte ich auch kritisieren. Dass er Hatern so viel Aufmerksamkeit gibt. Weil zum Beispiel dieser Umut Abi oder dieser andere, dieser irgendwas TV... Egal, der gibt denen viel zu viel Aufmerksamkeit, finde ich, weil du könntest die mir geben, so die Aufmerksamkeit. Ja, mach ich ja gerade eben. Aber zu dieser Thematik möchte ich nochmal ganz kurz was sagen. Das stimmt, ich gebe den Leuten zu viel Aufmerksamkeit an sich. Ja, ein Umut Abi, ein Razarix, ein Hashtag Joker oder sonst irgendwen. Die Leute würde man wahrscheinlich auch nicht kennen, hätte ich jetzt großartig nicht irgendwas dazu gemacht. Aber man muss auch so sehen, es ist letztendlich eine Win-Win-Situation. Wir haben irgendwas, worüber wir uns amüsieren können. Man hat Videos, die man erstellen kann, die einfach, wo du halt wirklich kreativ sein kannst und aus Spaß jemand hops nehmen kannst. Zum Beispiel, ja, wenn die gerade so überloste Sachen erzählen.
Und im Prinzip gibt es halt sehr, sehr geilen Stuff für neue Videos, ja. Und man hat halt auch so ein bisschen was zum Reacten, zum Entspannen. Man kann sich drüber unterhalten bei dem, was da passiert. Also dementsprechend hat natürlich auch seine Vorteile, ne? Es wird jetzt nicht so extrem langweilig, wenn man darauf reagiert, sag ich mal. Hier geben statt den. So, aber Real Talk, Digga. So. Nein, King String habe ich noch nicht. Die wollen ja diese Aufmerksamkeit, damit die größer werden. So, egal ob die Hate bekommen oder nicht, die wissen nicht, dass es schlecht ist, so mit Hate groß zu werden. Aber die wissen das nicht. Die wollen einfach nur diese Aufmerksamkeit. Deswegen einfach nicht geben. Ich meine, es bockt sich doch nicht. Aber sonst auf jeden Fall guter Kanal. Jetzt kommen wir auf danke. Zum Ende. Jetzt bin ich gespannt. Meinung zu Alpha Camp, Bewertung. Ui, Achtung, jetzt wird es auf jeden Fall nochmal krass. Ich hoffe, ich bekomme, Alter, 7 von 10 Punkten, 8 von 10 Punkten wäre schon wild. Wisst ihr, mir fällt einfach auf, ich bin gar nicht in der Position, jemanden zu bewerten. Aber egal. Hey, aber irgendwie ist das voll geil. Das hier finde ich Real Talk ganz nice. Auf jeden Fall, von mir bekommt er eine 8 von 10. Hab ich doch gesagt, das ist vollkommen in Ordnung. Das ist eine 2, eine solide, das reicht. Alles gut. Clap in den Chat, danke. Diese Prediction, ja. Ich hab's einmal geschafft. Das war's mit meiner Meinung über Alpha Kevin. Ich hoffe, die hat euch gefallen. Nice. Ich hoffe, ihr konntet ungefähr mit mir so übereinstimmen. Und ja, wenn ihr irgendjemanden habt, über den ich meine Meinung sagen soll, schreibt es in die Kommentare und an dieser Stelle... Er gibt ein Dislike, weil er keine 10 von 10 gegeben hat. Gibt ein Dislike, ganz klar. Doch, das ist in Ordnung. Nee, haut schon hin. Ey, wirklich für das erste Video, war es gerade wirklich sein erstes... Nein, es ist sein zweites Video. Da ist es aber schon... Also, ihr müsst euch das vorstellen, es ist sein zweites Video. Wir kennen ja die Videos, die heißen mein erstes Video. Und wenn man ihn da anschaut, da ist das schon echt gut. Dann ist das schon echt gut, muss man ehrlich sagen. Finde ich nicht schlecht. Yeah.